Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Lego Jurassic World. Ja, Leute, es geht wieder los. Wir sind genau da, wo wir das letzte Mal aufgehört hatten. Problem ist halt, wir wussten nicht, dass es hier mal Levelabschnitte gibt. Ja. Wussten wir einfach nicht. Wir waren dumm. Ja, und ich hoffe, unsere Stimmen sind jetzt besser, oder? Also ja, ich denke, ja, das wird ja, besser ja. sein, weil ich habe jetzt mein normales Mikrofon und ja, A? A, was ist A? Ich weiß es nicht. Schmeiß es weg, schmeiß es weg. Was passiert hier? Ach, das ist ein Knochen. Ah, ein neuer Labdol. Nee. Was ist das für ein Dino? Was ist das? Oh, Punkte. Ach ja, Leute, Dankeschön für die ganzen Kommentare, Alter. Und Dankeschön, dass euch das Projekt mit Gary, dass euch gefällt. Ja. Und wir wissen ja jetzt, dank euch, wofür die Punkte sind. Und zwar für, ja, Charaktere, Autos, vielleicht Dinos. Töten die Menschen. Nicht töten. Sie spawnen aber wieder. Der ist unser Freund. Oh, hier. Ey, der muss auf Toilette, guck mal. Ach, Gary, guck weg. Gary, ich mach ihn kurz mal die Tür auf. Oh. Ja, warte, hier, dann, hier, Kollege, komm hier rein hier. Geh hinter Busch. Von seinem Schmerz. Guck mal, er läuft da oben weg. Scheiße. Okay, so, das haben wir jetzt erstmal fertig. Im Zelt war irgendwas. Oh, guck mal, ist das die letzte Burg? Ich glaube, das ist die letzte Burg, ja? Jo. Ja. Und was das da unten links ist, I don't know. So, Gary, aber warte. Ist das was für dich hier? Können wir gleich mal gucken. Wo ist er denn? Hier hinten, er ist bestimmt hier reingegangen ins Häuschen. Ach, im Wohnwagen, wa? Ja, ja. Ins Häuschen, nennst du das? In den Summen. Aha. Dann lass mal reingehen. John Hammond, wir sind da. Oi. Wer sind Sie eigentlich? Tickner und Gary. Ah. John Hammond. Ich besitze eine Insel. Eine Art biologisches Reservat. Spektakulär. Ich habe keine Kosten gescheut. Unsere Attraktion wird die Kinder um den Verstand bringen. Ihnen gehörte die ganze Insel? Wenn ich Sie dazu überreden könnte, den Park quasi abzusegnen, könnte ich meinen Terminplan einhalten. Fertig. Hammer. Was für ein Park ist das denn? Er fällt in Ihr Fachgebiet. Ah, Moskito. Hast du bemerkt, wie im toten Fisch bei uns im Ja, ja, habe ich gesehen. Da. Was ist das für eine Kacke? Copyright. Buddeln Dinosaurier aus? Warum ist das jetzt? Naja. Wir versuchen es. Sie werden sich an Dr. Malcolm gewöhnen müssen. Er leidet an einem entsetzlichen Übermaß von Persönlichkeit, besonders für einen Mathematiker. Chaos-Theoretiker, um genau zu sein. Ich hab doch ausgemacht. Was ist das? Prolog, Level abgeschlossen. Ey, Leute, es hat Musik abgespielt. Was war das? Es kam... Ihr kennt sie ja. Ja, danke schön, 100%. War doch klar. Nein! Überall diese copyright-geschützte Musik, Mann. Alan Grande, Montana. Ali Settler, Montana. Jeffrey Brown, Montana. Robert Muldon, Praktikantin. Gary. Junge, ich. Dicke No. Dicke No. Ja, das war's. Cool. Isla Nublar. Isla Nublar. Gut, weiter geht's. Ah, Isla Nublar, Jurassic Park. Cool. Ui. Ich weiß nur... Ja, guck mal hier, Jurassic World und Jurassic Park. Wir gehen natürlich, wie es gehört, Jurassic Park. Da gehen wir rein. Natürlich gehen wir erst in den Park und dann zu World. Ist ja ganz klar hier. Naja, du weißt, das Mikrofon ist bis... Also falls so richtig ja, so. Ja, bei mir ist halt Pep... Er hat das Mikrofon geschlagen. Guck, bei mir ist gut. Ich bin weiter nach hinten und dann kann ich so perfekt drehen, so weißt du? Ja, ja, sammle erstmal die Punkte ein. Und ich guck mal ganz kurz was. Ach, hier. Ich bin Ian. Jetzt bin ich Hammond. Ich will er natürlich sein hier. Ja, so. Na klar. Also, hier haben wir die komplette Karte. Das steht Ihnen frei. Gar nicht mal so schlecht. Scheint... Ich glaube, wir werden einiges an Spaß... Oh Gott. Ah, cool. Okay, Leute, rechts sieht ihr Gary, links sieht ihr mich. Ja. Wir gehen auf jeden Fall. Gary, kommst du mit? Warte, ich mach die Lichter noch schnell kaputt. Okay, ich warte auf dich. Folge der Stutzspur, um sein Ziel zu erlangen. Okay. Rein ins Auto, los! Komm rein, Gary, ich habe Führerscheine. Kann jetzt fahren. Bist du drin? Oh mein Gott, ich kann fahren, ja. Tschüss! Wo bist du? Yeeha! Ey, wait a minute! Warum willst du weg von mir?
Was machst du da? Gaddy, komm. Wir sind hier auf der Autobahn, Kappa. Die da hinten gießt. Aber was gießt die da? Hier ist doch alles grün. Warte! Ich komme mit. Wofür sind eigentlich die blauen Punkte? Jetzt reicht's mir aber. Leute, aus dem Weg hier. Wer Ersatzteile braucht, soll sie sich bitte aus dem Lager holen. Nicht aus den Schalltafeln. Was? Oh, guck mal, die wollen das aufknacken. Ja, ja, ich mach hier alles kaputt. Ja, ja. Oh, hier, komm, warte, die rufen uns hierher. Hast du dein... Es braucht mehr Geld. Nee, wir brauchen kein Geld. Es zeigt an, dass wir, glaube ich, im Auto stehen bleiben sollen. Hier, Gary, ich hab's gefunden. Hier. Wir müssen hier was machen. Okay, ich bin John Hammond, ich kann alles... Nee, du musst hier ran. Gib den Code ein. Los, Gary, du schaffst das. Gebe ein. 3, 5... Ach, guck mal, jetzt musst du machen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du es schaffst. Guck mal, rechts, links, hoch, runter, rechts, links, hoch, oben, unten, links. Easy. Oh, ja, wow. Leute, sie hat geschummelt, ich hab's gesehen. Wow. Rein zu den Dinosauriern, ich will gefressen werden. Wo ja, ist mein T-Rex? Mein Auto. Ey, wir fahren zusammen. Könntest du, okay. Ab nach vorn. Ach, guck mal, hier, Malcolm sitzt hinten drin. Ey, cool. Eins wollen wir klarstellen, John. Ihre Investoren, die ich vertrete, sind zutiefst besorgt. Wenn die drei in 48 Stunden nicht überzeugt sind, bin ich's auch nicht. Dann mache ich ihren Laden dicht. Du bist eh gefressen. Wer ist das? Das ist der T-Rex-Klo, der gefressen wird vom T-Rex. Ach, das Arsch. Ja. Oh, ich hasse diesen Typ, ne? Ich hasse ihn. Die Spezies der Ferriformern ist seit der Kreidezeit ausgestorben. Dieses Blatt dürfte es doch gar nicht... Also, ab jetzt wäre ich schon überzeugt. Ab jetzt wäre ich überzeugt. Oh nein. Ja, ist egal. Ich mache irgendwie Musik schon drunter. Sie hätten mich schon gleich in der ersten Sekunde gehabt. Also, der Typ braucht 48 Stunden, aber ich wäre jetzt schon hin und weg von das, was man jetzt da sehen kann. Ja. Also, würde ich jetzt mal einfach so behaupten. Und ich rede jetzt noch ein bisschen, weil Copyright geschützt ist ein Dinosaurier. Ja. Wir werden ein Vermögen in diesem Park verdienen. Ach, Donald Gennaro. Jetzt auf einmal, ne? Aber mein Freund. Ich verstehe nicht. Wie schnell sind die? Nun, wir haben den T-Rex mit 52 km/h gestoppt. Ein T-Rex? T-Rex? 52? Sie haben einen T-Rex? Aha. Wiederholen Sie das. Wiederholen Sie das. Alles klar. Dr. Grant? Tschee, Kollege. Dr. Sattler. Willkommen in Jurassic Park. Jurassic Park. Ja, ja. Hübsch. Oh, Paras. Endlich, wir sehen Dinos. Ist Ihnen das nur gelungen? Warten Sie es ab. Yay! Genforschung. Ey, warte mal. Kann ich auf ihn reiten? Ich weiß es nicht. Lass mich auf ihn reiten. Lass mich auf ihn reiten. Lass mich auf ihn reiten. Geh weg. Ich will gleich erstmal schlagen. Was war das? Weiß ich nicht. Okay, ich habe auch gerade... Es sah aus wie eine Untertasse oder so. So, als wenn ich von oben in seinen Kopf drin wäre oder so. Aber vielleicht können wir hinten auf seinen Schwanz drauf. Warte mal. Erstmal nee, gut. Ey, lass mal hier hinten hingehen zum Wasser. Guck mal hier. Okay, ich sammle kein Geld mehr. Oh, sehr. Oh, Gary, hilf mir. Hilfe, Hilfe. Geh. Ich bin tot. Trinke. Ey, guck mal oben in der Mitte. Wir sammeln die Punkte diesmal zusammen. Was habe ich denn hier gefunden, ne? Ich glaube, wir müssen hier irgendwas reinstecken. Mein Stab muss da rein, Mann. True. Ich glaube auch. Oder? Nee. Nee, warte, wir können ja gar nichts drin machen. Ey! Das ist nicht dein Ernst. Ich will nur ganz kurz die Punkte einsammeln, Gary. Lass es. Ein alter Mann am Steuer bedeutet nichts Gutes. Alter Mann am Steuer? Du meinst so Frau am Steuer, Kappa. Nein, auch Frauen können sehr gut Auto fahren. Kommen Sie jetzt los! Es kommt immer nur auf die Person selbst drauf an. So, wer steigt bei mir ein? Keiner. Ey, guck mal, sie laufen einfach hinterher. Egal, komm einfach lass weg von laufen. Denen. Wir müssen hier lang, Mensch. Ja, ich komm doch. So, was haben wir denn hier? Bist du sicher? Das ist nichts. Diese Tore bewegen sich nicht, bis jemand die ganzen Rädchen und so einsetzt. Okay, Gary, unsere Arbeit. Sein. Schließlich gibt es auf dieser Seite noch Pflanzenfresser. So, ich nehm die Frau. Achso, du nimmst sie diesmal? Ja, ihr habt ja auch geschrieben, Frauen sind die einzigen hier, die irgendwie hoch springen können. Die war doch hier hinten. Wir nehmen dir das nächste Mal lieber mit. Ja, ansonsten ja. Müssen wir immer laufen und laufen. Holy shit, die Frauen. Oh, die Frauen können aber echt krass hoch springen. Ja, können sie auch. So, warte, ich spring. Oh, hier. Ich hab das erste Rädchen. Strom geht nicht und das ist deine Schuld. Aber nicht meine, oder? Oh. Schäm dich. Schäm dich.
mein Park! Yes. Was soll das? Schäm dich! Soll ich dir da helfen, bitte? Ich hab ihn schon wieder getötet. Wieso tötest du Menschen? Der ist dafür verantwortlich, dass der Park nicht funktioniert. Alan Grant! Nein, Gary! Denke doch mal nach! Gary, töte doch keine Menschen! Das hier! Noch. Hast du vergessen? Ich habe Kralle gefunden. Du bist der Raptoren. Ja, ich bin der Raptorenflüsterer. Frau, bitte. Ja, muss die Ellie wieder ran. Ellie heißt sie? Ja. Ich kenne deren ganzen Namen. Ich habe Jurassic Ellie Park das Settler. Letzte Mal. Ich habe das Jurassic Park. Wann habe ich das letzte Mal gesehen? Das war locker über 10 Jahre. Das ist schon zu lange her. Was hast du denn da Schönes gebaut? Ich habe ein Ultra-Tech-Hightech-Tor gebaut. Rum. Ich fahre dann schon mal vor, ja? Ja, ja. Tschüss. Und ich glaube, das geht ab zum Rex, oder? Kann das eventuell möglich sein, Ellen? Erstmal kommen wir ja da in das Restaurant, wo wir ja jetzt die Kinder kennenlernen. Ach, nicht. Was war das? Warte, ich fahre nicht mit dir. Also, dann nicht, nee. Dann tschüss. Ey, warte. Gary, ich muss mit dir fahren. Ah, nee, oder? Na, guck mal, ich hab wenigstens Freunde. Kannst du mal wenigstens die Frau bitte mitnehmen? Ach, die kann hinterherlaufen. Ja, ja, ja. Ach, hier sind wir. Hallo. Oh, nice. Oh. Aussteigen bitte. Ey, cool, hier ist das richtige Auto von Jurassic Park. Nice. Warte mal. Hier drüben befindet sich noch etwas. Ein Gefängnis. Was ist das hier oben? Ich glaube, hier kann ich wieder mit der Frau ein bisschen rumspielen. Gary, herkomm. Kommen Sie her, alter Mann. Nein, jetzt muss ich auch noch kommen. Ich armer alter Mann. So, jetzt komm her und drück A. X. Hey, Gary hat's geschafft. Los. Es ist so schwer. Oh, perfekt, perfekt. Thank you. So, ich baue, weil diesmal bin ich ja wieder der Mann. Obwohl ich jetzt gerade Ellen bin. Ellie. Gut. Am Ende des Projektes habe ich es raus. So, Gary, du musst... Okay, benutze ich ihn. Okay, Freunde, wir haben noch keine Waffe. Deswegen müssen wir weitergehen. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach hier rein, oder? Ich glaube schon. Los, komm, wir gehen ab rein da. Ab mit der Truppe. Ich glaube, John will uns etwas zeigen. Los, Ian. Komm zu rein hier. Ui. Gleich da unten gibt es eine Dino-Info. Ja. Pteranodon besitzt eine dünne Flaumschicht auf dem Körper. Seine Flügel, die am verlängerten vierten Finger beginnen, bestehen jedoch aus Knochen. Der modernste Vergnügungspark auf der ganzen Welt. Oh. Alter, der macht alles kaputt. Der Kopflose. Sah komisch unten aus. Oh, das ist der Rex. So groß? Nehmt ihr doch alle Platz. Ja. Schon ein Tropfen Blut enthält Milliarden von DNS-Strecken aus den Bausteinen des Lebens. Vor 100 Millionen Jahren gab es Moskitos, genau wie heute. Nachdem ein Moskito einen Dino gestochen hatte, konnte es vorkommen, dass er auf einem Ast landete und versteinerte. Und die Geräusche. Bernstein. Mit den modernsten Techniken. Ach, guck mal, sein Vater. Parkwissenschaftler das konzentrierte Blut des Moskitos extrahieren. Und jetzt konnten wir ein Dinosaurier-Baby erschaffen. Ja, ja. Oh, Henry. Das ist mit dem Kleinen. Oh, Tag, Henry. Sir. Perfektes Timing. Wo ist Henry? Ach, dahinter. Doch, der war Sie doch dahin. Sie sich das erste Lebewesen ein, mit dem Sie Kontakt haben. Genau so. Ah. Ach, das ist Henry. John, eine derartige Kontrolle, wie Sie sie anstreben, ist nicht möglich. Oh. Wenn uns die Evolution eines gelehrt hat, dann, der dass aber das groß. Leben einen Weg findet. Oh. Was für eine Spezies ist das? Das ist ein Velociraptor. Ein Velociraptor. Bauer Weaver. Und die fressen gerne Fleisch. Wurst. Und ich meine Killer. Ich habe fast alles gejagt, aber die Viecher sind so schnell. 80, ich bin wieder da mit meiner Wurst. Wenn sie frei ja. Nein! Meine Wurst, sag mal! Er hat aber gelernt. Ja, mein Erinnerungsvermögen. Oh! Die Zähne! Und die arme Kuh! Also gut, füttern wir diese zu Eidechsen. Eidechsen nennt er sie? Kommen Sie schon los. Oh Gott, ich glaube, der ist der Nächste, der da reinkommt. So, lass uns ganz kurz mal gucken. Ja, ja, ich renne hier auch schon rum. Gut, sehr schön. Ah, ich hab hier dann... Hier ist ein Mäuse, Gary. Hause ist Mäuse. Weg. Ja, ja, ich versuche. Okay, ich kann nicht schießen. Ich weiß nicht, wie ich es mache. Ich glaube, da ist irgendwas. Nee, Ellie muss hier ran. Aber hier ist ein Kackhaufen. Guck's dir an. Ach, weil sie am Trike in die Scheiße reingefasst hat. Kannst du dich noch dran erinnern? Ja. Ist er krank oder ist er nicht krank? Oh, Kacke ist kalt. Kacke ist kalt, ich weiß gar nicht mehr, was da genau passiert ist. Aber ich glaube, sie hat echt in Scheiße reingefasst. Gab auch, ja. Eieiei. Ja, und das Telefon noch. Ach nee, sie hat nach
fehlt nur noch ich Kuh. Weiß nicht. Nach bestimmte Pflanze gesucht, die giftig ist. Eine Pflanze? Ja. Gehört das nicht zur Gehegeschaltkarte? Vampire Diaries, hast du seine Stimme erkannt? Ja. Erkannt von, wie heißt ihr Bruder nochmal? Jeremy. Jeremy, ganz genau. So, Gary, ich finde jetzt wieder einen Schatz. Du findest wieder einen Weg. Ja, willst du mal sehen? Guck mal, was ich finde. Ich finde jetzt ein... Ich hab's gefunden. Piep. Ja, hier piept etwas. Kannst du hier einen Code eingeben? Ach, weil ja, ich glaube, du musst hier ran. Ja, ja, ich bin gerade noch hier unten unterwegs, wenn du wüsstest, was da unten alles ist. Runter, hoch, runter. Runter, hoch, runter. Gary, easy. 454. Ui, die arme Kuh. Ach, Sünde. Ach, Sünde. Warte mal, hier war ein Schmetterling. Guck mal, Leute, weißt du, ich muss hier alles einsammeln hier. Was musst du? Hä? Ich befreie hier gerade die Kuh. Du musst herkommen. Gary, ich brauche deinen Schlüssel. I'm on my way. Jo, ich warte auf dich. Hast du da den Container geklickt da? Der rechts bei dir ist Elektro. Ich kann keinen Elektro. Container klicken. Okay, da komm her. Rot ist Kreis. Gut. Xbox spiele ich nicht. Daisy. Oh nein. Daisy, alles wird gut. Ich spiele nur mit dir. Nö, ich wusste es. Sie will mich töten. Und jetzt? Du kannst sie reiten. Hey, Daisy. Komm mit. Komm, wir tun sie jetzt darauf. Oh, das wird schön. Daisy, alles wird gut. Alles wird gut. Das Rind, was? Eieieiei. Ohren fressen besser als ich. Ach du Kacke. Und jetzt müssen wir wieder hoch. Oh, wir haben beide gleichzeitig gewunken. Da oben hat auch jemand geschlafen, hast du es gerade gesehen? Was? Ab an die Arbeit. Oh, oh. Ey, der pennt doch. Ay, caramba. Los, du machst den Code, ich schieße. Du musst ihn abschießen. Ja, du machst den Code da oben. Los. Nice. So, ich guck mal, was man hier jetzt noch machen kann. Weil ich glaube, den muss man jetzt steuern. Verwende, um den Kran zu steuern. Gut. Das ist ja easy. Also, ich kann hier keinen Pin eingeben. Okay, dann warte ganz kurz. Denn jetzt kommt Tickner, der Bauarbeiter. Ey, perfekt. First try. Ich weiß gar nicht, ob ich es gemacht habe. Guck mal, der da unten, ich glaube, der hat Probleme. Guck mal, den geht's nicht gut. Ja, er ist doch eingepennt. Ja, ui. Kuh, es tut mir leid. Oh Gott. Ich bin live dabei. Okay, weiter nach vorne, wa? Ich glaube, ich steuere wirklich das Ding. Und jetzt lass die Arme runter. Bon Appetit. Oh Gott, die Kuh. Was machen die da? Gute Frage. Sie füttern sie. Oho! Hä? Das Wesen des Chaos. Ja, let's go! Was? Nein! Ja. Junge, das ist ja noch brutaler zu filmen. Du hast uns gefehlt. Ach ja, diese wunderschöne gekoppelte... Ja, oh, er ist nackt. Ein Nackischer. Aber er hat sich bedeckt. Ey, aber schicke Unterhose. Also halt schön bedeckt. Das sind ihre Fahrzeuge für heute Nachmittag. Keine Fahrer? Nein, keine Fahrer. Die fahren elektrisch und zwar auf dieser Schiene in der Mitte der Straße. Ui, brumm, brumm, brumm. Keine Kosten gescheut. Oh Gott. Ja, keine Kosten gescheut, sieht man. Hallo. Welcome, welcome, welcome. Das mit dem Chaos ist mir unklar. Kurz gesagt, der Schmetterlingseffekt. Ein Schmetterling schlägt in Peking mit den Flügeln. Oh. In New York gibt's Regen statt Sonnenschein. Ja, sehen Sie? Niemand hätte vorhersehen können, dass Dr. Grant plötzlich aus einem fahrenden Fahrzeug. Aber er hat eine andere Stimme, oder? Ja, die hört sich so anders an. Ja, aber es ist dieselbe. Also aber ganz er hört anders. Sich ein bisschen anders an, ja. Oh, ich darf jetzt den Scheiße spielen. Ja. Oh, wow. Keine Angst. Kommen Sie ruhig. Es ist okay. Sie ist krank. Lecker. Die Arme. Ich muss darauf bestehen, dass wir weiterfahren. Oh, wenn alle einverstanden sind, würde ich gerne bei Dr. Harding bleiben. Sicher. Okay? Sicher, sicher. Scheint alle 6 Wochen bei ihr aufzutreten. Ich müsste mir mal ihr Häufchen ansehen. Das hätte ich mir auch gedacht. Ich will. Los, ich will, Geraldine, fass rein. Fass rein, ich will zugucken. Mal sehen. Mist. Du schwimmst sogar da drin. Schatz, geschmeckt? Hat's gemundet? Oh, das war richtig gut, ey. Was schwebt über seinen Kopf? Ich glaube, der will Essen haben. Er ist krank. Ja, ja, ich... Oh, speichern. Ja, juhu. Machen wir natürlich. So, ja. Guck mal, hier liegt was. Ich kann es nicht aufheben. Was haben wir denn da? Ist das westindischer Flieder? Ja, wir wissen, dass er giftig ist, aber die Tiere fressen ihn nicht.
Sind Sie sicher? Hm. Ziemlich, ja. Hast du hier was? Nee, aber ich dachte, ich muss da, ja, es hingeben. Ah, hier ist auch ein Kackehaufen. Ja, dann such. 3, 2, 1, hopp. Whoop. Oh, da oben ist eine Höhle. Eigenartig. Ah, hier, guck mal, hier kannst du auch hin. Du hast eine Karotte gefunden, warte. Boah. Soll ich die Karotte nehmen und ich bringe hin? Das ist ein kekliger Käfer. Ein Hase. So, gib mal hin. Na schön, sie leidet an Melia-Toxizität. Wir brauchen noch Eis und Apfel. Wie war das, Sarah? Ich spring nochmal meinen Kackehaufen. Mein Kackehaufen. Mach das. Hui. Euch kann ich nochmal rein. Na dann hier. Hier ist noch was. Irgendwas ist da. B gedrückt halten. Also Kreis. Ah ja. Und jetzt kommt eine fleischfressende eine Pflanze raus. Eine Monsterranke kommt jetzt raus. Siehste? Gut. Müssen wir beide rauf. Denke ich jetzt mal. Ich kann zwar mit der Scheiße nichts anfangen. Im wahrsten Sinne des Wortes, aber ja. Wir können da gar nicht rein. Doch, hier, komm her. Komm hoch. Ich habe alles befreit. So, du kannst an Lego-Seilen klettern und hör... Ah! Verwende Dings... Ach, einfach hin und her schwingen. Das kennst du. Oh, Scary, du schaffst es. Und los. Nice. Kann ich auch auf? Ja, sehr schön. 1 und 2. Ach, du musst aber hier alles machen. Kann das sein? Weil ich kann ja, wie gesagt, in Scheiße nicht rein. Also, ich mag das nicht. In die Scheiße kannst du nicht rein, das stimmt. Ach, hier, guck mal hier. Was ist das? Ah, Bären. Aber das will er nicht. Ah, Schatz. Brauchen wir mit dir. Gehen wir doch den Schatz auf die Suche hier. Wo ist mein Schatz? Ich hab ihn gefunden. Da ist er, ich krieg schon auf meinen Einfieren. Ja, kannst du gießen wieder? Ich glaube, da wächst ein Apfel. Ich wette, da wächst ein Apfel. Weil ich kann mir sonst nicht vorstellen, wo der Apfel ist. Ja. Ja. Ha! Wer hätte es gedacht? Gary, so schlägt man den Apfel runter. Kennst du doch. From Real Life. Ey, wie viele Punkte wir schon haben? Du hast 20.000? Woher? Ich hab den Apfel. Tschüss. Okay, dann bring ihn hin. Ja, mein Baby. Gib ihm das. Die Pupillen sind geweitet. Süß, süß. Oh, hier, da ja, liegt ja, noch ja. was. Das ist ja das Problem ist, ach, es bringt uns zum Schatz. Ey, vielleicht kommen wir so weiter. Und Maybe. Anscheinend schon. Und? Gary, ich suche. Ich rieche. Und? Ah, jetzt kannst du die nächste Pflanze machen. Los, let's go. Einmal bitte gießen. Sehr schön, hast du... Oha. Übertreib. Ich will auch. Los, hoch. Los, ab in die Kacke rein. Los, let's go. Ich schieß die komischen Viecher hier ab. Hui. Oh, sorry, ich wollte dich nicht schlagen. Ist da ein Auto? Ist da ein Auto drin? Ich hab mal Eis in der Hand. Jo, perfekt. Ey, das sind wir fertig. Aber das müssen wir ihr doch nicht geben. Das ist... Nein, ich doch, will ihr das nicht geben. Es tut mir leid, doch, mein Mäuschen. Es tut mir leid. Glaub mir, ist für Mandeln gut. Mikrovisik ist interessant. Ihr kennt. No, oh, mein okay. Baby. Beeindruckend, Dr. Sadler. Sie ist wieder putzmunter. Wir sollten uns Nein! Cool. Ich bin Dino! Cool! Ey, der bewegt sich voll gut. Rein da! Los, hier rein! Warte! Oh, sorry! Oh. Das wollte ich jetzt nicht. Alter! Oha! Ey, der bewegt sich... Ey, ganz ehrlich, ne? Ich habe hier viel Ark gespielt, aber der bewegt sich besser als sogar der im Spiel. Hier, meine Süße, mach's kaputt. Mach ich. Oh, sorry. Ja, eigentlich wollte ich... Du hast mich getötet. Wie denn das? Du hast mich weggeschubst hier hinten mit meinen Sachen. Oh, ich hab's kaputt gemacht. Oh, ich ertrinke wieder, okay. Los, geh mal rein da. Hier hinten war auch noch ein Steinchen, komm mal mit. Ja, aber du musst das noch in der Höhle da machen, ja? Ja. So, ich komme. Ich bin schneller als du. Los, geh du in die Höhle rein, schon. Ah, nee. Vielleicht musst du das einsammeln. Hä, wie geht das? Ah, gedrückt halten. Guck mal, weil dann kann ich das machen. Warte. Siehste? Yo. Los, ab in die Höhle rein. Ey, das habe ich jetzt nicht erwartet. Dass man in ein Dino reingehen kann. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Los, hier, ne? Ab in die Höhle. Ja, aber ist auf jeden Fall cool. Kannst du auf mich rauf? Nee. Aber oben sind doch Dinger drauf. Schade. So, jetzt hier. Bam. Kaboom. Oh, sorry. Was hast du getan? War ich nicht. Noch ein Auto? Wofür ein Auto? Kletter einfach auf mich drauf. So läuft das. Hier, Gary, ich mach schon alles kaputt. Oh, hier.
Warte. Immer, Mädchen, los, ran da. Bam. Also, Respekt. Respekt an diesem Spiel. Warte, ich komm mit. Nein. Ich bin untergegangen. Ja, und ich kann mit dem Dings nicht rüber. Hier, Gary, du kannst hier was bauen. Ich gehe schon wieder unter. Oh, es fängt an zu regnen. So, wir müssen hier bauen. Ey, willst du auch mal einen Trike steuern? Nee, alles gut. Oh, ich kann nicht mitnehmen. Oh Gott, pass auf, nicht runterfliegen. Nicht runter. Hopp. So, Gary, warte, aber bevor bin wir jetzt... Bin gerade irgendwie zu blöd? Ja, glaube ich. So, kommst du. Oh. Ah, endlich hat sie es hingekriegt. Oh, stimmt. Ich glaube, der Trike ist böse. Hier, gießen. Ey, vielleicht können wir den Trike doch mitnehmen. Komm her, mein Mädchen, komm. Ich glaube, es kommt ein riesen Dings da. Und? Ja, ich wusste es. Nice. Sehr schön. Ich gehe rüber. Trike, kommst du mit? Super. So, Gary, da bin ich. Willkommen. Willkommen, willkommen. Was gibt's denn hier noch? Der Baum. Hier? Wir haben 3 von 3. Wir haben sie alle. Geil. Und das fehlt noch. Bam. Hier, aber steuer du ihn mal. Drück einmal Y. Also einmal Dreieck. Ich mach da. Okay. Dann mach. Ich bleib bei Ellie. Nein, glaub mir. Steuer einmal den Trike. Ist voll geil. Ja, dann mach ich den Trike. Sag mal. Ich hab ihn getötet. Böse. So, und jetzt? Böse. Wir haben irgendwas vergessen. Böse. Ich glaube, ich muss mit dem Dude hier ran, wa? Ja. Gib ich ein. Links, runter, hoch. Links, runter, hoch. Wenn ich rede dabei, kann ich es besser. Links, runter, hoch. Er ist frei, oder? Oh Gott, sie nehmen ihn wieder gefangen. Trike, geh nicht bleib da rein. Bleib da, Süße, bleib da. Oh Gott. Sich eigentlich Personal befinden, oh, sorry. Von diesem ja, immer dasselbe hier. Ich, kann es Ihnen nicht verübeln, ich bin jetzt rechts. Hä, wieso bin ich jetzt rechts? Ja, so ist besser, so ist besser. Wir müssen einmal hier schießen. Alter, das mit der Kamera, Leute, das ist ja echt verwirrend. Ja. Oh Gott, du musst jetzt links gucken und ich guck rechts. Ich schätze, das Auto haben sie auch mitgenommen. Ja, haben sie? Dann suchen wir wohl besser eine Abkürzung. Hab noch was gesammelt. Ja, ich habe auch hier einiges gesammelt. Sind wir nur im Besucherzentrum. Ist komisch, dass du jetzt links hinguckst und ich rechts. Ein bisschen, ja. Ein bisschen. Ich hoffe, die Folge geht nicht allzu lang. Holy shit. Was ist denn mit Gary, du musst rüberkommen. Bin ja schon unterwegs. Weil ich bin ein Mann, ich glaube, ich kann das nicht. Da oben, da am Tor. Hier vorne, da, wo das Symbol ist. Geh mal da hin. Und ich gucke hier, ob ich hier irgendwas noch finde. Nee, ich kann hier nichts machen. Echt nicht? Nee. Ich glaube, du musst hier rauf. Hier. Gary, springen. Du bist da als Frau. Gary ist da als Frau. Genau, sehr schön. Perfekt. Schiebe! Ah! Ich baue? Aber was soll das jetzt sein? Ein Wasserschlauch? Nee. Wasserschlauch? Ja, oder? Was ist das? Meine Kacke. Ich drehe. Du springst rein in die Kacke. Hey, ist doch alles gut? Achso, ja gut. Dann. Meine Kacke. Mahlzeit. Hui! Ah, jetzt bin ich wieder links. Juhu! Yes! Ich hoffe es. Nee, warte, ich bin immer noch rechts. Nein! Und was hast du gefunden? Was ist das? Ein komisches Ding. Ach, doch, ich glaube, das ist da hinten. Ich bin doch links. Ja, da ist doch hier. Trike, ich komme. Du musst drehen. Genau, dreh. Drehen, immer weiter. Schneller. Und dann steuerst du jetzt mal den Trike. Los, einmal Dreieck drücken. Okay. Ja, Mr. DNA, weg damit. Oh, du bist es jetzt. Kommst du durch? Sehr schön. Nein, nicht töten. Das war dafür für vorhin. Bitte, spring gleich tot, Gary. Nicht nochmal, bitte. Warte. Hier lang. Secret? Dieses Loch gelangen wir zum Besucherzentrum. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Oh no. Tschüss, Mädchen. Wie oft habe ich schon gesagt, dass wir Schließmechanismen für die Fahrzeugtüren brauchen? Punkt 151 auf der heutigen Fehlerliste. Den kennt man auch. Wir haben die gleichen Probleme wie Vergnügungsparks und Zoos. Und unsere Computer haben Kinderkrankheiten. Da hinten ist er doch. Dennis, unser Leben liegt in Ihren Händen und Sie stellen sich so ungeschickt an? Das ist Ich werde zu Lebzeiten vollkommen verkannt. Kennen Sie jemanden, der 8 Connection Machines vernetzen und 2 Millionen Zeilen Code debuggen kann für mein Gehalt? Ruhe jetzt, und zwar alle. Sie kommen jetzt zum Tyrannosaurus-Gehege.
Boah, ich glaube, die nächste Folge wird geil. Nicht vergessen, lebensfähige Embryos. Sie sind nutzlos, wenn sie nicht überleben. 1,5 Millionen, wenn sie alle 15 Arten von der Insel kriegen. 7 Uhr. Am E-Stock. Alter, nächste Folge T-Rex. Wie geil wird das denn? Willkommen in Jurassic Park. Willkommen, willkommen. Ey, aber 150.000 ist einiges. So, das haben wir auch bekommen. Yay! Tracky! Oha. Oh, cool. Oh, den Indominus Rex. Ja, ja, Dilo auch. Blue müsste auch noch irgendwo hier sein. Nice. Aber bevor wir die Geschichte fortsetzen, das war's wieder von der weiteren Folge. Lego. Jurassic World. Und ja, in der nächsten Folge geht's dann weiter. Also, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Kommi. Und ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüdelü.